ich werde mich jetzt hier nochmal von der Friedrichstraße. Ich zeige euch mal kurz, wo ich bin. Hier drüben ist der Cityturn, hier ist so ein Pegasusboot, drüben ist Zimt und Zucker. Und hier oben kommt jetzt gleich, zeige ich nochmal die S-Bahn. Kommt der jetzt rein, hier ist der Bahnhof. Und da vom Hauptbahnhof hinten, da kommt die S-Bahn. Seht ihr da? Für alle Touristen. Da drüben übrigens ist der Bundestag, da oben ist die Kuppel. Arbeitet mein Papa. Hier oben ist die Sonne, wird schön. So. Und da drüben ist das Hotel Maritim Pro Arte. Weil ich auch mal hier arbeite bei Job Person. So, was will ich euch kurz sagen? Ich will kurz schon erzählen, ich bin übelst sauer auf Marina. Ich wollte jetzt den restlichen Nachmittag in Ruhe mit vollgeladenem Handy durch die Stadt gehen. In Ruhe mal. Ohne wieder meinen Akku laden zu müssen. Anderthalb Stunden habe ich einen Gottesdienst gemacht und sie schafft es nicht mal, mein Handy zu laden. Und sie will meine Managerin und Freundin sein? Ich hatte sie doch darum gebeten, sich um mein Handy zu kümmern und zu laden. Könnte ausrasten. Ja. Scheiß drauf. Ich ärgere mich jetzt nicht. Ich lasse es jetzt einfach, ich lasse es so wie es ist. Ich würde mich halt nur mal freuen, wenn sie einfach mal mitkommt. Sie hat heute Morgen mich schon beim Berliner Dom einfach abgehauen. Kam sie nicht mit? Obwohl sie mitgehen wollte, ist sie dann abgehauen. Und jetzt, dann hat sie mir was zu essen gemacht, wenigstens Rührei, danke. Aber jetzt wieder ist sie einfach da geblieben, liest ein Buch, macht nichts. Nicht mal mein Handy hat sie geladen. Und ich muss wieder durch die Stadt hier alleine gehen und wieder alles alleine machen. Nervt einfach. Ja, ich krieg mich schon mal nicht auf. Es ist halt so, wie es ist. Ist das Handy eben leer, da muss ich es irgendwo laden. So, ich kann hier nicht in Ruhe filmen, weil hier überall Menschen kommen. Hallo Männers, alles klar? Ah. So. Jetzt hier kommen hübsche Frauen hier, ich kann nicht in Ruhe filmen, es ist doch ein Kratz, weil Touristen hier kommen, Marathonläufer, hallo, hallo. Hier, wie geht's euch? Alles gut? So. Alles klar? So, pass auf. Ich wollte euch was erzählen. Oh, hier ist ein schönes Boot. Guck mal, man kann hier nicht in Ruhe filmen. Man kann hier nicht. Hier sind diese Lime-Scooter. Guck mal da. Lime-Scooter. Hm, voll cool. So, ich würde ja gerne mal in Ruhe filmen. In Ruhe filmen. Geht aber nicht. Also, ich wollte was über den Gottesdienst erzählen. Was da los war. Ja, der Pfarrer Thomas Lübcke, meiner Gemeinde bei mir in Friedenau, in der Kirche, wo ich immer drehe, der ist so nett zu mir. Ja, der hat ganz oft, war er schon für mich da, als es mir schlecht ging. Ganz oft hat er mit mir, konnte ich bei ihm beichten. Als ich zum Beispiel Scheiße gebaut habe. Der kennt meine ganzen Stories. Dass ich in KitKat feiern war, das mag ich so an Kirchen. Du kannst einfach hingehen, kannst meistens mit dem Pfarrer, wenn du nett bist, mit dem quatschen und dann kannst du ihm alles erzählen. Alles, was du auf der Sorgen hast, wenn du gesündigt hast. Das mag ich an der Kirche. Und deswegen, also der Pfarrer wirklich kann ich sehr empfehlen. Thomas Lübcke in der hier Gemeinde Friedenau. Ja, das könnt ihr alle da im Internet nachlesen. Nathanael Kirche Friedenau. So, ich war jetzt jedenfalls da, beim Gottesdienst alleine leider, ohne Marina. Und es war ein Taufgottesdienst für Kinder. Ich nenne jetzt mal nicht den Namen von dem Kind. Ein kleines Baby. Ein Jahr wurde getauft. War Zeuge. Warum habe ich mir das gerne angeguckt? Ich wollte mal sehen, wie das ist, weil bei Kirchen streiten sich ja die Geister. Viele sagen, ah, Kirchen sind blöd und Kirchen haben so viel Schlechtes gemacht in der Vergangenheit, in der Pastime, haben Kriege verursacht, Kreuzzüge. Deswegen sagen viele gerade im Jahr 2019, Kirche ist scheiße. So. Und ich sage, jeden seine Meinung. Jeder kann seine Meinung haben. Hallo, na, wie geht's? Hallo. Hallo. Du siehst ja cool aus. Na jedenfalls, jeder soll denken, was er will. Kobe Rock. Das sind eigentlich, ob sie sagen, wir reden noch drüber. Kobe! Kobe! Der hat in mir 2010 Partyboot gemacht. 2010 am Sonnenstrand. Kobe, ein Partyboot. Also, muss ich jetzt konzentrieren. Bei Kirchen. Kindertaufgottesdienst. Warum finde ich jetzt das so interessant? Weil, wenn man tauft, ich bin ja getauft worden jetzt mit 34. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ich bin ja in der Friedenskirche Charlottenburg bei Henry Kissel getauft worden. Mit live 4K-Video von meinem Kumpel Basti. Der kommt aus Finnland. Der Finne, genau, der kleine Finne. Der hat sie gefilmt. Und ich finde, dass es einfach viel besser ist, wenn man sich taufen lässt, wenn man erwachsen ist. Wenn man Ecke 34 ist. Gerade heute, der Taufgottesdienst, habe ich gesehen, ist ein kleines Kind getauft worden. Ich bin ja Erzieher. Ich finde es nicht verkehrt, dass kleine Kinder eigentlich getauft werden. Aber was ich gesehen konnte, ist, und ich habe viel mit Kindern zusammengearbeitet als Erzieher. Auch ein Kleinkind von einem Jahr spürt man oder merkt man als Erzieher, wenn es etwas mag oder etwas nicht mag. Oder etwas will und etwas nicht will. Wir können auch kleine einjährige Kinder, das spüren die. Und kannst du als Erzieher merken. Und ich hatte das Gefühl, sie wollte das ja nicht.
Die Kleine wollte das ja nicht. Und sie kann sich aber ja nicht dagegen wehren. Der Pfarrer macht dann einfach das Wasser über das Baby und da ist das Kind getauft. So. Und die Eltern sozusagen machen es, weil es Tradition ist, ja, die Kinder taufen zu lassen. Und ich sage, ist ja auch gut. Kann man machen. Ist Tradition. Finde ich gut. Aber ich finde einfach, dass es, denn das ist meine persönliche Meinung, dass es besser ist, wenn man dann im Erwachsenenalter, wenn man klar denken kann und schon alle durch hat, so wie Icke, sich dann nochmal taufen lässt. Und zwar richtig. Weil Icke zum Beispiel habe ja vorher nie an Gott geglaubt. Ja, ich war bis 2017 nicht einmal in der Kirche, doch mit Agnieszka und Suschinska war ich in der Kirche, aber ich war nie Christ. Ich habe nie an Gott geglaubt. Ich habe böse Sachen gemacht. Ich bin ins KitKat gegangen. Ja, wissen alle, ich habe konsumiert. Ich war, bin fast gestorben von der Scheiße. Ich war bei Tannenhof.de. Na, ich war bei Prostituierten. Wisst jeder. Offen die eine, das habe ich in anderen Videos schon erklärt. Also ich habe alles andere als christlich gelebt. Ich habe gesündigt, ohne Ende. Ganz viel Scheiße gebaut. Wisst jeder. Deswegen sage ich es jetzt hier nochmal, öffentlich, bei Facebook. Weil, wisst sowieso jeder. So. Was habe ich jetzt aber gemacht? Dieses Jahr, ich habe mich von Hendrik Küssel taufen lassen. So, warum? Warum ich einfach jetzt mit 34 Jahren sage mir, ich will nicht mehr sündigen. Ich habe hier noch gesündigt. Ich kenne beide Seiten. Ich habe bis ich 29 Jahre alt war, also vor 5 Jahren, habe ich niemals Drogen angerührt. Immer nur Alkohol getrunken. So, dann wurde mir so eine scheiß Pille angedreht an der Warschauer Brücke. Alle wissen von wem. Kann ich mir nur sagen. Ich sage den Namen jetzt aber nicht. Er hat mir die scheiß Pille gegeben. Und dann fand ich es geil. Bin in der Techno-Party-Szene. Hallo, guck mal, ein geiles Boot, Captain Morgan. Ich bin in der Techno-Party-Szene in Berlin völlig versackt. Ja, war nur noch feiern, nur noch Techno. Hab meine Angie, wir waren verlobt und so. Ich hab nur noch Party gemacht. Change ging mal Bach runter und dann, ich hab immer mehr konsumiert. War immer mehr feiern im KitKat. Ich hab immer mehr Scheiße gebaut. Ich war, bis ich dann 3 Tage wach war und kurz vorm Sterben. Bis Patrick beinahe mich totschlagen wollte. Weil ich so ihn nervt hab. Und so sehr auf Drogen war. So. Das ist meine Geschichte, die kennt jeder. Die weiß jeder, die ist online bei Facebook. Und meine Freunde alle wissen es auch alle. Und dann habe ich mich 2017 halt aufgerappelt. Ich bin dann, wie gesagt, zu Tannenhof.de gegangen, ich habe eine Therapie gemacht, ich war in der Psychiatrie. Ja, ich habe mein Leben im Griff bekommen. Ja? Ich bin clean geworden. Tannenhof.de, hab Sport gemacht. Ja? Und ich musste das alles mal durchmachen. Ich musste das alles mal durchmachen, weil ich musste erst in der Gosse liegen und richtig am Boden liegen, um zu wissen, wie es eigentlich ist. Was passiert, wenn man Drogen nimmt? Heute kann ich jetzt genau sagen, Alter, Icke, nie wieder. Ich trinke weder Alkohol, noch nehme ich Drogen. Das ist meine Entscheidung von Norman Specht, 34 Jahre alt. Alkohol trinke ich seit 3 Jahren nicht mehr. Ist einfach so, weil Alkohol, wir sind im Jahr 2019, wer Alkohol trinkt, ist wirklich... Nur weil das ein Brauch ist, weil das irgendwie gesellschaftlich angesagt ist, zu Geburtstagen und zu feiern oder zu Disco Alkohol zu trinken, sollte niemand Alkohol trinken. Das ist doch völlig dämlich. Ich musste jetzt leider mal ein Video von Alkohol, weil Alkohol im Körper anrichtet. Aufhören bitte. Alkohol ist ein Gift. Ich trinke das nie wieder. Seit 3 Jahren, seit Halloween 2016 trinke ich nichts mehr. Gar nichts mehr. Nicht mal einen Tropfen. Ich habe nur mal Alkohol nochmal getrunken, als ich mich umbringen wollte. Habe ich eine Flasche Wodka gesoffen. Na, wie ist hier? Hallo, wie geht's euch? Lacht doch mal! Das Vivid habe ich übrigens bei Tannenhof gesehen. Danke nochmal an Tannenhof.de, die haben mich kostenlos zu Vivid gehört. Da waren alle dabei. Hey, die coolen Lime-Scooter, habt ihr alle Spaß? Super, Lime, geil! So, hier ein grünes T-Shirt. Hallo, geht's euch gut? Hashtag Green, alle machen grün für mich. Dankeschön, grüne T-Shirts. Der Pfarrer, Herr Lübcke, Thomas Lübcke, hat übrigens auch einen grünen Schal um, ja. Und die Schrift sogar in dem Teleporter war auch grün. Hashtag Green, danke. Ich liebe grün, grünes Fahrrad. Ich hab den grünen Blick. So, weiter im Text, das wollte ich sagen. Alkohol, Zellgift, nicht nehmen. Oh. Drogen, auf keinen Fall. Das Schlimmste, was ist. Herrscht, versucht man irgendwie clean zu leben. Einfach, das ganze Leben ist eine Droge. Ja, Spaß haben. Ja, ich meine, ihr könnt ja selber mal die Erfahrung machen, so wie ich, wenn ihr wollt, auf tannenhof.de, könnt ihr euch wieder ausruhen, kostenlose Therapie. Muss aber nicht sein. Aber was ich eigentlich fragen wollte, ist, ich finde, es ist besser, sich als Erwachsener taufen zu lassen, weil dann kannst du ja genau nachdenken. Du kannst nachdenken, ist das jetzt richtig, sich taufen zu lassen oder falsch?
Du kannst nochmal eine Taufe nachgoogeln bei Wikipedia. Du kannst gucken, Jesus Christus hat sich auch taufen lassen von Johannes. Und dann kannst du auf Bekenntnis des Glaubens von Jesus Christus kannst du dich taufen lassen. Das macht doch mehr Sinn als Baby. Kinder, ein Kleinkind kann doch nicht wissen, was Taufe überhaupt ist. Versteht ihr? Das ist meine Meinung. Taufe als Baby okay, aber bitte nochmal als Erwachsener, am besten im Alter von 30 oder 34, wenn man alle durch hat, dann nochmal taufen lassen. Und dann zwar richtig. Hallo? Geht's euch gut? Ja, ich muss Video drehen. Ich habe keine Zeit. Ich möchte nicht. Ich möchte nicht mit dir reden. Danke. Da ist ein Boot. Schöneberg. Sehr gut. Das ist hier nochmal für ein Boot. Nochmal Vivid. Oh, diese Show war so geil. Friedrichstadtpalast. Vivid. Hallo. Hier eine Liebeserklärung an das Leben. Mega geil. Geht's euch gut? Super. Ja, 20 Euro. 20 Euro ein Ticket. Mega geil. Da müsst ihr euch sparen. So, also, das ist meine Meinung. Taufen lassen als Erwachsener. Wenn man wirklich dazu bereit ist, ein christlicher Mensch zu sein. Was heißt denn das jetzt, ein Christ zu sein? Ja, ich würde mich als Christ bezeichnen. Christ ist einfach ein Mensch, der ein reines Herz hat. Ein guter Mensch. Das heißt nicht, dass man fehlerlos ist oder so. Ich kann auch nochmal sündigen oder auch Fehler machen. Oder Begierden haben. Oder ich bin sexsüchtig, spielsüchtig. Und du kannst trotzdem ein Christ sein. Na, du versuchst dein Bestes, ein guter Mensch zu sein. Ja? Für mich heißt es auch, Christ zu sein, dass ich trotzdem noch Interesse zum Beispiel an anderen Religionen habe. Islam zum Beispiel. Ich habe so viele Moslems als Freunde. Ich kenne Herrn Ahmed Mohammed, hat die Hand gereicht. Ja? Islam, da ist Jesus Christus auch im Koran der Retter. Einer der Propheten. Steht im Koran auch Jesus Christus. Also der Islam und Christentum ähneln sich. Da hat nur der Mohammed anscheinend was anderes erzählt als Jesus Christus oder was. Keine Ahnung, bin ja kein Profi, da müsste Henry Kissel mal fragen. Der ist der Pfarrerprofi. So, was haben wir noch? Judentum. Jesus Christus war der König der Juden. Warum haben so viele Menschen denn Abneigung gegenüber Juden? Was haben denn die Juden getan? Ich sage so wie es ist, ich mag auch Juden. Ich habe ganz viele jüdische Freunde. Solche Ian Lundberg. Caroline Michaeli, die waren Gast von mir bei Rainbow Tours. Ja? Der Mann, der meiner Mama das ganze Geld vererbt hat, das ganze Blutgeld, war Jude. Ich mag Juden. Ich mag das ganze Judentum. Ja, Hebräisch, interessante Sprache. Ich hab nichts gegen Juden, ja? Ich liebe Judentum auch. Genauso wie Christentum, genauso wie Islam. So, was haben wir noch? Hindi. Hinduismus. Interessant. Ich habe ganz viele indische Freunde auch. Zum Beispiel bei mir der Manager von dem Restaurant Josef ist ein Inder. Der heißt Raul. Ich habe ganz viele indische Freunde. Ich mag indische Filme. Gestern gepostet erst. Kuchi Kuchi Hotai. Indischer Film. Der Raul und Anjali. Shah Rukh Khan heißt der indische Schauspieler. Superstar. Ja? Mag ich auch. So, was haben wir noch? Buddhismus. Super Karma-Lehre, die haben ja keinen Gott. Ja, die denken Karma-Punkte. Karma-Points, das ist von mir Karma-Punkte. Ihr seht also, nur wenn man wie Icke getauft ist und sich und als christlich lebt oder ich Christ bin, mag ich auch alles andere. Ja, das ist jetzt mein Wort zum Sonntag. Oh, hier kommt ein Tropical Islands Boot! Danke! Tropical Islands! Sehr gut, wie geht's euch? Ich will irgendwann wieder Urlaub machen. Tropical Islands! Geht's euch gut? Ja. Viel Spaß! Unbedingt mal zu Tropical Islands gehen. Hallo, oh, eine hübsche Frau. Wunderbar. Also, das will ich euch jetzt nochmal sagen. Das ist jetzt meine Meinung zum Taufen. Hallo! Haben Sie eine Frage? Achso, der Hund. Der Hund. Hä? Zum Thema Taufen. Lasst euch als Erwachsene taufen. Ihr könnt zu jedem Taufkurs gehen. Zum Beispiel Berliner Dom. Habe ich selber einen Taufkurs mit. Könnt ihr jetzt euch anmelden und Weihnachten werdet ihr getauft. Mir geht's gut damit. Ich mag das. Ich bin getauft, dann ist man unser Gott hinter einem. Weil man ein reines Herz hat. Ja, müsst ihr nicht machen? Ich empfehle es. Taufkurs könnt ihr in jeder Kirche machen. In jeder Kirche gibt es 10.000 Kirchen in Berlin. Jede Kirche könnt ihr rennen und könnt sagen, ich will einen Taufkurs machen, lasst euch taufen. Von einem Pfarrer. Also, damit ende ich jetzt erstmal mit diesem schönen Video. Ich reg mich jetzt nicht mehr über Marina auf, dass mein Akku jetzt leer ist. Ist dann halt so. Ja? Aber ich würde mich freuen, Marina, wenn du das Video siehst. Du bist meine Managerin und Freundin.
Du sollst dich ums Handy kümmern, bitte. Ja? Bitte mach das dann auch mal. Also, Rominator, Ende!